Hallo, in diesem Video möchte ich über Angst sprechen. Angst, die auftreten kann, wenn wir einen Multiple Sklerose-Schub haben. Hallo, ich bin Ilke vom Kanal mit Ilke. Schön, dass du eingeschaltet hast. Angst kommt hoch. Angst fühlen wir ganz klar. Angst wollen wir nicht haben. Angst ist, empfinden wir als negativ. Gerade wenn unsere Gesundheit nicht funktioniert, fühlen wir schnell Angst. Ja, was ist das für eine Angst? Kann Angst vor Schmerzen sein. Es kann auch eine Angst sein, die sich in Hilflosigkeit ausdrückt oder Angst, nicht mehr Herr seines Körpers und Herr der Lage zu sein. Wir sind verängstigt, weil wir nicht einschätzen können, was mit unserem Körper passiert. Bei einem Schub von Multiple Sklerose ist nicht absehbar, wie sich dieser Schub entwickelt, ob er stark ist, ob er schwach ist, wie schnell er wieder zurückgeht. Es sind so viele Unsicherheitsfaktoren und wir wissen nicht, ob er uns am Ende ja stärker einschränkt und wir mit einer Behinderung leben. Das macht Angst. Ich finde es essentiell, dass wir uns mit dieser Angst beschäftigen, diese Angst ansehen und ihr dadurch den Schrecken nehmen. Ja, was ist denn Angst? Angst ist ja letztendlich ein Schutzmechanismus. Evolutionär gesehen ist Angst wichtig fürs Überleben. Heutzutage brauchen wir keine Angst mehr vor dem Säbelzahntiger haben. Unsere Angst ist oft Ausdruck unserer Prägung und auch dem, was wir nicht möchten. Es hat viel mit der inneren Stimme oder dem inneren Zweifler zu tun. Habe ich Angst, im Rollstuhl zu landen? Ist diese vordergründig total berechtigt? Dadurch, dass ich diese Angst fühle und vielleicht auch verbalisiere, gebe ich dieser sehr viel Raum in meinem Leben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich passiert, ist größer, als wenn ich mich dem Positiven ausrichte oder dankbar bin für das, was in meinem Leben gerade ist. Das ist schwierig, gerade wenn man in einer gesundheitlich blöden Situation ist, einen Schub hat. Aber es ist wichtig, hier diese Angst wahrzunehmen und für sich klar zu haben, was ist das für eine Angst? Und dann halt auch zu schauen, ist diese Angst real oder ist es wirklich, sind es Gedanken in meinem Kopf? Ist es durch meine Prägung oder durch Bilder, die ich gesehen habe, hervorgerufen? Fühle deine Angst. Was will sie dir sagen? Nimm dir Zeit dafür. Sorge für dich. Werde dir bewusst darüber, was in deinem Körper passiert. Dadurch, dass wir ja, es wegschieben und nicht haben wollen, verdrängen, ist es vordergründig erstmal nicht da, aber es arbeitet im Unterbewusstsein. Und ich finde dort, ja, das ist ein Keim, den wir sehen, den wir nicht haben wollen. Und deswegen ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, damit es uns langfristig besser gehen kann und wir freudvoller und vertrauensvoller in die Zukunft sehen können. Hast du Fragen? Schreib sie mir doch. Oder abonniere, wenn du mehr erfahren möchtest. Bis dahin, bleib oder werde gesund, deine Ilke.